Hallo ihr Lieben. So, nach einem aufgebrauchten Video kommt doch immer wieder ein Haul, ne? Ich habe also einige Sachen nachgekauft in der Drogerie und Haushalt, Haare und ein bisschen Kosmetik. Ich wollte das eigentlich splitten. Das mache ich auch. Also ich gehe näher auf diese Kosmetikprodukte in einem gesonderten Video ein, aber ich werde es euch zeigen. So, wer jetzt mein aufgebrauchtes Video gesehen hat, weiß ja, der Weichspüler war alle. Also einen neuen Weichspüler habe ich mir gekauft. Also für mich neu. Der ist nicht neu. Aber es gibt neue Weichspüler. Die haben ganz tolle Namen wie Charm, Love, Kiss und in einer tollen Flasche mit so einem Rosenverschluss. Also richtig hübsch sehen die aus. Aber der Geruch war mir ein bisschen zu intensiv. Ich bin einfach wieder zum klassischen Lenoir zurückgekehrt. Da weiß man, was man hat. Ach nee, das war ja Persil, ne? Da weiß man, was man hat. So, weiterhin Bambus Mikrofaser Spültücher von Profissimo. Ich liebe Mikrofasertücher für den Haushalt, besonders fürs Bad oder für Flächen generell, streifenfreies Putzen, und Bambus hörte sich sehr, sehr sympathisch an und man kann die auch waschen, die Teile. Ich habe nun sehr viel Dreck gehabt jetzt durch diese Baumaßnahmen und die Lappen flogen alle weg nach Benutzung. Ich habe also mehrere Lappen verbraucht, weil man hat ja überall diesen Baustaub so drin, ne? Und die wollte ich dann nicht weiter verwenden. Also Bambus garantiert für eine gründliche, streifenfreie Reinigungsleistung. Das ist jetzt in Gelb und Grün. Frühjahrsfarben. So, auch nichts. Ich halte es jetzt hoch, ja? Einmal kurz, das sind diese Klosteine, frische Wiese mit Körbchen. Die hinterlassen einen frischen Duft. Obwohl, ich habe jetzt eine Toilette, Leute. Ich habe eine Toilette, wo es keinen Rand mehr gibt. Wo sich immer das so sammelt, diese Urin- und Kalkreste. Und der Handwerker hat mir ganz stolz erzählt, dass jetzt so eine super neue Toilette, also nicht nur, wo der Deckel automatisch so runtergeht, sondern ohne Rand, also wo sich nicht mehr diese Keime sammeln. Also ohne Urinsteinrand, oder wie sich das nennt. Aber ich habe die trotzdem gekauft zum Reinhängen. Noch ein bisschen Haushalt, das sind Gefrierbeutel, die brauche ich immer mal zum Einfrieren oder eben irgendwas in die Tüte machen. Leider verbrauchen wir doch ein bisschen zu viel Plastik. Ach, ich sollte es eigentlich lassen, ich sollte es mir in Dosen machen. Gut, das nächste Mal, ich gelobe Besserung. Cashewnüsse, Cashewkerne Bio. Ich mache mir jetzt morgens, was mache ich mir morgens? Was esse ich denn morgens? Momentan bin ich auf so einem Trip, dass ich mir mehrere Lagen auf so ein Brot gebe. Also so ein Dinkel-Urkornbrot mit einem Cashewmus oder einem Erdnussmus. Dann kommt ein bisschen Banane oder Apfelscheiben. Wie heißen die? Granberries, ein paar Nüsschen drauf und dann auch entweder Honig oder so. Wie heißt das? Dattelsirup so drüber, ganz fein. Das ist dann ein tolles Frühstückssandwich mit Obst und Nüssen und also sehr ballaststoffreich. Und da reichen zwei so kleine Brote völlig aus. So, what? Dann hier, den probiere ich mal aus, einen basischen Kräutertee für eine basische Ernährung. Weil mir ist aufgefallen, im Alter, ich muss es mal sagen, also der Magen spinnt bei mir manchmal. Ne? Ich gewöhne mir jetzt an, eine Tasse Kräutertee nach dem Essen zu trinken oder generell am Abend nochmal einen Kräutertee zu trinken. Ich probiere die mal aus. Ich weiß nicht, ob sie gut sind. Es sind diese Bartheilbohne, ob die jetzt, sie kosten so wenig. Ich denke mal, wenn das so wenig kostet, kann das gut sein. Na gut, riechen tut es dann nichts. Obwohl, die sind nicht, sind die einzeln eingepackt? Doch, die sind einzeln eingepackt. Bin gespannt. Doch, sie riechen. Sie riechen. Pfefferminze, was ist denn da drin? Brennnessel. Oh, grüner Hafer. Okay. Bin gespannt. So. Die straffende Q10. So. Da ihr das immer wieder bei mir seht, glaubt ihr mir das auch, dass ich die wirklich nehme? Ich nehme die und ich habe einen straffen Body. Also so, was straff noch ist mit 56. Ich nehme die seit über 20 Jahren. Ich nehme die, ach, sogar noch länger wahrscheinlich. Nee, über 20 Jahre, 30 Jahre noch nicht. Da gab es zwar noch nicht Q10, aber ich bin immer bei Nivea geblieben. Ich habe zwischendurch auch mal so Körperbutter gehabt, auch vom Body Shop oder von Parfummarken, die man so hatte. Das war ja früher mal so in den 80ern, 90ern, dass man so wie das Parfum roch, dass man auch die gleiche Bodylotion und Duschgel benutzte. Das war sehr stark riechend in den 80ern, 90ern.
Also die strafende Bodylotion mit Q10 ist mir auch nicht so fetthaltig. Er hat mir geschrieben, ja, das, also ich finde nicht, dass es klebt. Ihr müsst im Prinzip ein paar Minuten warten mit dem Anziehen. Also ein absolutes Lieblingsprodukt. Noch ein Lieblingsprodukt ist die Polycolor Dunkelblond Grau Abdeckung, mein Ansatz. Den hat mir die Hanna gemacht vor 2 Wochen. Die haben jetzt hier, also was natürlich geil ist, ich gucke mal wie so ein Maulwurf, ne? Ich muss doch die Brille aufsetzen. Also neue Formel und gleiches Farbergebnis. Ja, warum denn dann eine neue Formel, wenn es eh das gleiche ist? Versteht ihr das? Entweder bin ich zu blöd, entweder fehlt mir da was jetzt in meinem Gehirn, aber da steht wirklich neue Formel, gleiches Farbergebnis. Das ist wieder so eine Verunsicherung. Ne? Es hat sich eigentlich nichts geändert. Doch, die Packung ist ein bisschen angeschrägt. Ach, Halleluja. So, und dann hat mich die Steffi angefixt von Mamako. Die hat ein Video gemacht, die macht ja immer sehr professionelle, super Videos über Elvital, über diese Sachen hier, über diese Tonerde-Produkten, über die Tonerde-Haarwäsche und eine Maske oder Spülung, die sofort ausgespült wird. Also verspricht jetzt Pflege bis vom Ansatz bis in die Spitzen, ohne Einwirkzeit. Also sie hat nicht das Shampoo, sie hat nur die Spülung vorgestellt. Und zwar intensive Feuchtigkeit, ohne Einwirkzeit, tägliche Anwendung, Rapid, also eine Tiefenspülung, Elvital Absolu. Und zwar die erste Spülung, die pflegt wie eine Kur mit 3 Tonerdsorten und also eine Tiefenspülung mit Aminosäuren und ohne Silikone, oder? Also direkt nach der Anwendung, also sofort wieder ausspülen. Ist das ohne Silikone? Ich habe da irgendwas mit ohne Silikone gelesen. Ja, hier ohne Silikone. Mhm. Also beruhigt die Kopfhaut, unterstützt sie weniger, also stark nachzufetten. Bei mir fettet das nicht, aber man hat oft so ein, na, wenn der Ansatz so ein bisschen platt ist. Ne? Also ich bin gespannt. Ich werde das versuchen. Da bin ich jetzt mal angefixt worden. Frischer, luftiger, reiner Ansatz. Und die Steffi meinte, das wäre super. Und wenn die Steffi das meint, wird es ja so sein, oder? Okay, also dann haben wir hier die Interdentalbürstchen, die ganz feine für die Zwischenräume. Meine Zähne stehen ziemlich eng, also brauche ich die ganz fein. Außer der Zahnseite benutze ich die noch. Ganz wichtig. Also ich kann euch immer nur empfehlen, also die Zähne so lange wie möglich halten, also sie sich so lange wie möglich erhält. Und da gehört eben nicht nur eine tolle Pflege dazu oder eine regelmäßige tolle Pflege, also auch diese professionelle Zahnreinigung 2-mal im Jahr durch den Zahnarzt oder eine Dentalhygienikerin und eine gute Zahncreme, diese Zahnseite und die Zwischenräume auch damit säubern. Und man hat ja so ein leicht, also ich habe so ein leicht empfindliches Zahnfleisch, das geht ja auch ein bisschen zurück, ne, so im Laufe der Zeit. Und ich habe immer diese Sensodyne Pro Schmelz genommen. Es gibt jetzt eine neue Sensodyne Pro Schmelz Repair. Und zwar mit Mineralien, die dringen also in die Zahnschmelzoberfläche ein. Sensodyne mit Minzgeschmack. Zahnschmelz Repair. Ich werde berichten, ja. Ich werde berichten, wie sie sich macht. Wie sie sich anfühlt, wie sie so ist. Dann habe ich, ich lasse mal die Brille auf. Hydroflugal, ich habe sie noch mal mit einem Deo probiert. Mensch, immer mit diesem Natron und diesem Kokos, ist immer ein Geschmiere da. Also starker Schutz, Doppelschutz. Das ist also gegen Stress und hitzebedingtes Schwitzen. Naja, ne, durch diese Wechseljahre ist das eben alles so ein bisschen blöd geworden. Also vitalisierender Duft riecht wie Hydro oder Hydrofugal nun mal riecht. Ist jetzt nicht so der Burner, aber ich probiere das nochmal. Also diese ganzen blumigen Geschichten gehen gar nicht. Naja, es riecht eben. Wenn es hilft, ich probiere es und werde euch berichten. Was haben wir noch? Ich muss mal gucken hier. So. Nee, ich lasse am besten die Brille auf. Nee, ich mache sie ab. So, diese Dinger sind nicht die Originale. Die leiern genauso schnell aus wie die Originale. 3 solcher Haargummis ohne Metallstück. Dann habe ich, die habe ich schon mal aufgemacht, jetzt hier die Strawberry and Milk. Ich brauchte eine, wie sagt man, Pinselseife.
Und ich wollte jetzt keine fertige, also teure Pinselseife mir kaufen. Und flüssige Seife habe ich festgestellt, macht sich nicht so toll. Das ist so, zum Beispiel bei diesem dicken Foundation-Pinsel macht sich das nicht. Es bleibt die Foundation ewig drin hängen. Ich kriege das nicht raus. Also brauche ich ein Stück Seife und da habe ich mir diese Strawberry von Nivea Strawberry and Milk gekauft und habe das auch schon ausprobiert. Geht super damit. Also hier habe ich jetzt erstmal nur das Tütchen für euch. So, weiterhin im Text. Ich wollte mir echt die Nägel heute lackieren, ich habe es aber nicht geschafft. Diesen Nagellack, eine neue Quick Dry Gel, irgendwas mit Pink. Irgendein Pinkton, ich schreibe es gerne auf. Das hat so eine richtige Bam-Farbe, ne? So wie so Hibiskusblüten. Diesen Nagellack, dann habe ich drauf. Age Perfect, L'Oreal. Wieder mal. Also mein Lieblingsstift von die 642, dieser Nude-Ton, dieses Rich Coco, nicht Coco, dieses Rich Shine, der ist ja alle gegangen. Und ich habe jetzt wieder mal die Werbung gesehen im Fernsehen mit der tollen Iris Berben. Dachte ich mir, Mensch, die haben ja auch 12 Trendfarben, nimmst du dir mal wieder ein von Age Perfect mit in der weißen Verpackung. Kostet um die 10 Euro. Und das Schöne, das ist ein Nude-Ton, Glow Nude, ich habe ihn drauf. Das Schöne an dem ist der Jojoba-Kern mittig, der also für einen absoluten tollen Auftrag sorgt und sehr, sehr geschmeidig auf den Lippen ist. Und der hält. Und das Schöne ist eben, das ist irgendeine Textur, dass im Alter sind ja ist diese Lippenkontur, die franzt jetzt nicht aus, aber die ist eben nicht mehr so straff wie mit 20. Auch wenn wir uns einen Lippenkonturenstift darüber aufgeben. Aber diese Stifte verhindern eben das Auslaufen der Farbe. Und ich habe das gestern probiert mit einem anderen, mit einem roten, den ich hatte. Also, den kennt ihr auch. Und das funktioniert wirklich, selbst beim Essen. Das funktioniert. Deswegen habe ich mir auch nochmal jetzt nicht den 642 gekauft, diese durchsichtige Verpackung, sondern den von Age Perfect in der Farbe Glow Nude. Bin sehr zufrieden damit. Toller Geschmack. Klebt nicht. Super duper toll. So, das war vielleicht sinnlos, den zu kaufen. Das ist jetzt hier. Ah, nee, genau. Ich war nämlich am Stand von Alverde. Und dachte mir, was haben die denn so? Und ich war erstaunt, wie günstig die sind. Ne? Also Alverde so günstig. Die möchte ich aber eigentlich extra vorstellen, diese Sachen, aber ich kann es auch jetzt machen. So unter neu im DM. Schauen wir mal. Also das ist ein Lipstick in einer tollen Farbe. Das ist so ein rosa. Wisst ihr was? Ich setze einfach die Brille auf. Heißt. Rose Delight. Rose Delight. Ich stelle das mal extra vor. Dann habe ich drei Farben hier. Das sind drei, also auch von Alverde, das sind Eyeshadow Sticks in einem Silbergrau, also Smoky Silber, Jadegrün und in Taupe. Und das stelle ich nochmal extra vor. Das wird sonst zu lang, das Video. Dann außerdem von Alverde, weil ich möchte das gerne ausprobieren, am besten in einem Tutorial, ein Lid Primer. Und das ist ja wohl der Oberhammer jetzt. Catrice hat so eine Caviar Gouache, so ein kleines Regal, da wieder so ein Pappding da unten. Ihr kennt ja diese Catrice-Theken. Und obendrauf sind immer die News, die Hits. Ne? Und da gibt es also ein Puder, eine Limited Edition, und zwar ein Blotting Powder. Also wie wir diese Blotting Paper Tücher kennen, wo wir diesen Fettfilm so abnehmen, gibt es also hier ein seidiges Puder für einen langanhaltend matten und makellosen Ton und passt sich eben Hautton an. Dachte ich mir, heilige Makrele um die 4 Euro. Was für ein riesiges Versprechen, das probieren wir doch mal aus und zeige es den Mädels so. Also, ich habe euch jetzt mal vorgestellt, was ich eingekauft habe im Haul, im DM-Haul und mache nochmal ein extra Video über die Neuheiten, nur Kosmetik und schminke die. Ich habe übrigens diesen einen Lidschatten heute, diesen grauen Silber, den habe ich drauf. Ich habe das aufgegeben,
aufs Ganze gelegt und habe das mit dem Verblenderpinsel verblendet und habe dann nochmal so einen Strich aufgegeben. Weil das ganz praktisch ist in diesem, der Lidschatten ist hier, es ist so ein kleines Applikatorschwämmchen, da kann man super mit aufs Lid gehen und hier drin ist die Farbe. Kosten um die 2 Euro noch was. Ich möchte jetzt nicht lügen, ich gucke mal nach. Ich habe den Kassenbon aufgehoben. Kostet um die Alverde 2,75 Euro. Und das wollte ich super gerne mit euch ausprobieren im nächsten Video. So, das war mein kleines Special DM-Haul für euch. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Ihr könnt doch gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer das Allerbeste. Seid besonders gut zu euch und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.